Ich lese mal noch was vor. Joe hat gesagt, das neue Design ist viel cooler als das alte. Ich finde es wirklich schick. Zu deinem neuen Kanaldesign. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das freut mich. Dankeschön. Ich glaube übrigens, ich krieg eine Mandelentzündung. Guck mich nicht so an, Spiel. Ich erzähl mal kurz ein bisschen. Also, wenn ich morgen, das geht jetzt raus an Joe vor allem. Joe, wenn ich morgen immer noch Halsschmerzen habe, kannst du dich freuen? Denn mir fehlt noch eine kleine Aufnahme zu einem Video, das morgen kommen sollte, das allerdings 3 Stunden geht. Und wenn ich morgen immer noch Halsschmerzen habe, kann ich das nicht aufnehmen. Das heißt, das Video, das eigentlich nächste Woche Sonntag kommen sollte, kommt dann morgen als Ersatz. Und das ist eine Geschichte, die du dir gewünscht hast. Okay, Achi, lauf! Guck mich nicht an, lauf! Ich kenne den Weg mittlerweile. Ich laufe jetzt zum 6. Mal oder so, falls du zum 6. Wort. So, Achi wollte noch was zum Unity Remake sagen. Wow, wow, wow. Okay, 049 ist also auch hier irgendwo. Moment, ich bin gerade nicht multitaskingfähig. Ich muss mich auch umsehen. Ja, genau, was hier los ist. Ich möchte 049 irgendwie gern begegnen. Auf jeden Fall, der Remake. Mir wurde in den Kommentaren unter dem Let's Play schon mal gesagt, dass es diesen Unity Remake gibt. Mir wurde allerdings auch gesagt, dass er noch nicht vollständig ist. Dass er noch nicht so einen Funktionsumfang hat, wie es dieses ursprüngliche, klassische Containment Breach hat. Vor allem wird er dieses Jahr auch noch immer weiter geupdatet. Und der Unity Remake ist von einem anderen Team. Das heißt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich umsteigen soll. Ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, ich spiele jetzt das Originale erstmal noch weiter. Und werde letztlich dann trotzdem noch den Unity Remake spielen. Aber ich weiß noch nicht wann. Also, ich sag mal, lasst euch überraschen, wann ich es mache, wie ich es mache. Ich muss erst noch in mich gehen. Ich weiß nicht, weiß jemand im Chat vielleicht, wie der Stand des Unity Remakes ist? Wie vollständig ist es denn? Was umfasst es denn? Umfasst es mittlerweile noch andere Sachen, die dieses hier nicht umfasst? Weil eigentlich, muss ich gestehen, würde ich schon gerne wechseln, weil die Blitz 3D Engine, auf der das hier basiert, ist schon wirklich echt mies. Die ist richtig mies. Ich habe hier immer wieder auch Abstürze gehabt, das ist echt nicht schön. Also eigentlich würde ich den Unity Remake, obwohl ich auch mit Unity nie wirklich warm geworden bin, schon gern ausprobieren. Also wenn da mir jemand ein kleines Update zu geben kann, würde ich mich sehr freuen. Weißt du was, mir gefällt 294 richtig gut, aber ich kann ja nicht die Reihenfolge kaputt machen. Schreib's mir auf die Liste. Was hältst du davon, wenn wir das zusammen machen und wir wechseln uns bei den Anhängen immer ab, dass immer jeder einen Anhang vorliest? Aber es kommt auf deinem Kanal. Können wir so machen? Ja? Gerne. Okay. Ach so, ich habe das vorhin, ja, Pro, das habe ich vorhin mitbekommen. Pro war die ersten 50 Minuten bei dem Stream von gestern und wundert sich, warum unten ein Timer steht und jeder ihn ignoriert. Und es ist ihm eben erst aufgefallen. Oh. Was zum Teufel war das? Was war das? Schön, dass wir uns einig sind. Wir wissen beide nicht, was es war. Okay. Ja gut, ich denke, ich habe erstmal alles, was ich so brauchen kann. Und ich glaube, langsam 049 ist auf einer anderen Ebene als ich. Ich glaube, ich müsste mit dem Aufzug fahren, um ihm zu begegnen. Und irgendwie würde ich gerne 049 begegnen. Aber irgendwie halt auch nicht. Es ist so, ich will, aber ich will nicht. Aber ich will. Aber ich will nicht. Es ist nicht einfach. Vor allem habe ich eine kleine Abneigung gegen diesen verdammten Aufzug, weil ich weiß, dass 963 sich dort irgendwo befindet. Okay. Irgendwo hier ist auch 173 und so wie ich mein Glück kenne, ist 173 wahrscheinlich hinter dieser Tür. Ja. Ich hole mir mal nicht oben da ein Dolo, Dom oder da. Ich weiß, was ich meine. Not sponsored. Er hat Schmerztablett. Ich finde es nicht gut, wie viele SCPs gerade in meiner Nähe sind, aber ich gehe das Risiko ein.
Ich bin gerade unheimlich glücklich. Wenn ich mich nämlich nicht irre, haben wir hier gerade ein SCP, das ich noch nicht kenne. Dem ich ja auch noch nicht begegnet bin. Ich freue mich gerade richtig. Moment kurz. Das werfe ich weg. Dafür kann das hier rein. So. Das ist SCP-714. Das ist der Jade-Ring. Wo? Oh. Weißt du noch, was, wozu ich den brauche? Nein. Erinnerst du dich nicht an den SCP-049-Song? Da gibt's sogar einen Vers darüber. Ach so. Put the Jade Ring on and he can't do much. Ich will übrigens dir mal kurz erwähnen, dass es unfassbar krass geschneit hat. Du siehst das nicht. Die Straßen sind so voll. Es gibt draußen gar nichts mehr. Das Auto, was eben lang gefahren ist, hat mega geschlittert. Oh. Ich habe den Jade Ring on angelegt. Jade Ring. Ich habe den Jade Ring angelegt. Das war keine gute Idee, denn der hat Nachteile. Aber der große Vorteil von SCP-714 ist, er heilt mich vor, oder er bewahrt mich vor SCP-049 und er bewahrt mich, glaube ich, auch vor SCP-008, vor der Zombie-Seuche, wenn ich mich nicht irre. Ich muss jetzt erstmal gucken, was der nochmal macht. Subjects suffer from severely impaired reaction times. It's part of mental fatigue, mental shield. Whereas show abnormal high resilience to mimetic and mental influences, particularly demands and immediate effects. Nullifies the effect of various chemicals in the body. Genau, also ich glaube, in den Kommentaren, ich bin so im Let's Play-Modus, im Chat darf man mir gerne widersprechen. Ich glaube, der hilft mir sowohl gegen SCP-008 als auch SCP-049. Finde ich richtig, richtig cool, dass ich den endlich gefunden habe. Der ist wichtig. SCP-500 wäre mir vielleicht ein bisschen lieber gewesen, das ist das Allheilmittel, aber der ist mir auch ganz recht. So. Ich finde es richtig toll, jetzt mit Level 3 Keycard hier durchlaufen zu können. Das ist, glaube ich, mein erstes Mal, dass ich mit Level 3 Keycard hier durchlaufen kann. Oh, hier steht ja drauf, welche SCPs das sind. 860. Die Kiste ist leer. Was ist SCP-860? Müsste ich es kennen? Ich glaube nämlich, der blaue ich kenne es nicht. Der blaue Schlüssel. Was ist der blaue Schlüssel? Ich kenne den tatsächlich nicht, muss ich zugeben. Warte. Aber wieso ist der blaue Schlüssel nicht hier? Es ist schön, eine Assistentin zu haben, die für einen nachgucken kann. SCP-860 wird in einer Holzbox in einem Korridor in Sektor B aufbewahrt. Es sind keine weiteren Aufbewahrungsmaßnahmen für das Objekt erforderlich. SCP-860 ist ein unauffälliger dunkelblauer Schlüssel, auf dem nach scheinbar zufälliger Zeit Zahlen auf dem Schlüsselbord erscheinen, von denen inzwischen angenommen wird, dass es UTM-Koordinaten sind. Seitdem SCP-860 in Gewahrsam genommen wurde, haben sich die Koordinaten dreimal verändert. Einmal Büb in Deutschland, Büb, England, Büb. Ort konnte nicht auswendig gemacht werden. Der Schlüssel funktioniert mit jedem Schloss im Umkreis der angegebenen Koordinaten. Er wandelt seine Form um, und ins Schloss zu passen. SCP-860 funktioniert nur bei Türschlössern und würde auf andere Sicherheitsvorrichtungen keine Auswirkungen haben. Wenn SCP-860 eine Tür öffnet, führt diese Tür nicht an den Ort dahinter. Die Tür wird stattdessen zu einer Waldlichtung mit einem 80 cm breiten Gehweg führen, den wir als SCP-860-1 bezeichnen. In diesem Gebiet befindet sich laut Beobachtung dunkelblauer Nebel. Sobald eine Person in SCP-860-1 tritt, soll ich weiterlesen? Ja, sei ruhig. Ja. Sehr interessant. Wird sich die Tür automatisch schließen? Kann man in den Wald hier auch gehen? Ja. Okay. Wenn man sich in SCP-860-1 befindet, scheint die Tür in einer unendlichen Wand befestigt und verschlossen zu sein.
Die Tür wird außerhalb von SCP-860-1 nicht zu öffnen sein und jede Versuche, diese zu bewerkstelligen, sind bis jetzt gescheitert. Versuche, die Tür von SCP-860-1 aufzubrechen, führten zu zensiert. Siehe Dokument 860-3 für weitere Details. Der Pfad in SCP-860-1 führt zu einer weiteren Tür in einer unendlichen Betonwand. Hinter dieser Tür befindet sich das Ausgangsgebiet, an dem SCP-860 zum letzten Mal verwendet wurde. Bei den Erkundungen von SCP-860-1 wurden andere paranormale Ereignisse gemeldet. Die Ereignisse werden in den Dokumenten 860-1 bis 860-4 erläutert. Nach den Ereignissen, die im Dokument 864-4, 860-4 erläutert werden, dürfen nur noch Level 4 Angestellte auf SCP-860 zugreifen. Unfall 860-12. Abend zensiert, Tage nach Erforschung 4. Wurde SCP-860 auf Dr. Biebs Schreibtisch gefunden, Bieb Meter von seinem Aufbewahrungsort entfernt. Der Aufbewahrungsspind wurde nicht geöffnet. Videoaufnahmen um Bieb zeigen, dass der Schlüssel sich plötzlich... Was ist das? SCP-049. 04... Der Seuchendoktor? Doktor, guck, drinnen, er kommt! Du hast den Ring. Psst. Wir sind SCP-049 begegnet. Wuhu. Oh. Ich glaube, wir können aber trotzdem noch was tun. Oder? Bist du mein Freund? Hey, Kumpel. Sei nett. Oh. Oh-oh. Er kann mir wirklich nichts tun. Oh, er kann mir doch was tun. Passend zur Creepypasta heute auf meinem Kanal. Ja, wir wurden jetzt eine Instanz von SCP-049-2. Das heißt, wir wurden ein Zombie. Ich bin etwas verwirrt. Ich dachte, der Jade-Ring könnte mich vor ihm schützen. Hatte ich wirklich geglaubt. Hast du ihn denn um? Ich hatte ihn angelegt extra, ja. Deswegen hatte ich auch keine Ausdauer mehr. Oh oh. Ich frag mich nur... Oh, hi. Ich lock ihn jetzt ins Tesla-Gate und guck mal, was passiert. Ist das ein Plan? Ich würde sagen, das ist ein Plan, oder? Bin ich hier richtig? Nein. Oh. Kann ich ihn denn hier reinlocken? Aber ich find's echt toll, jetzt nur für neun begegnet zu sein. Ich finde es nicht so toll, durch ihn getötet worden zu sein, aber ich finde es toll, ihm begegnet zu sein. Und 049 ist den Entwicklern gut gelungen, optisch, finde ich persönlich. Oh. Wirklich. Okay. Ich war zu übereifrig, was das Testergate anging. Das tut mir leid, ich entschuldige mich. Oh, okay. Komm. Herr Doktor, bitte kommen Sie. Ich möchte jetzt wirklich wissen, ob ich ihn da reinlocken kann. Das ist nämlich super. Ja, kann ich. Dafür, dass mein Charakter hier eine miserable Ausdauer hat, finde ich es faszinierend, dass er dafür so schnell rückwärts laufen kann. Komm, lauf rein. Ach so! Wieso löst SCP-049 das Tesla-Geld nicht aus?
Wieso? Ja. Okay. Gut. Akzeptiere ich. Okay. Lakoto geht jetzt. Schönen guten Abend noch, Lakoto, und danke fürs Zusehen. Na komm. Komm. So, jetzt beeilen. Ich muss mich hier leider gerade konzentrieren, weil 049 tatsächlich ein ernstzunehmender Gegner ist, als ich ursprünglich dachte. Oh, okay, ich kann die Tür anscheinend nicht mehr verschließen. Ich muss mich jetzt beeilen, denn ich möchte hier etwas tun. Ich werfe mal hier kurz die Batterie weg, in der Hoffnung. Nein, ich kann den hier nicht... Light Containment Lockdown, Heavy Containment Lockdown, okay. Ich kann hier den Lockdown deaktivieren. Das heißt, ich kann jetzt in die Light Containment Zone. Das heißt, ich komme schon mal wieder einen Schritt weiter. Die Level 3 Keycard hat mir doch besser geholfen, als ich ursprünglich dachte. Wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht? Aber ich freue mich auf jeden Fall ungemein, wir sind SCP-049 begegnet. Ich freue mich richtig. Fun Fact für die, die es noch nicht wissen, ich habe den SCP-049-Song von... Wie heißt der Typ? Ich habe seinen Namen leider vergessen. Leroy irgendwas. Habe ich gecovert, mit Hilfe von Krau. Ist bei mir auf dem Kanal zu finden. Kati guckt gerade nach. So. Guck mir auf den Navigator. Ja, SCP-049 ist in der Nähe, genau. Danke dafür. Alblali. Der hat 11.540 Aufrufe. Wer? Dein Song. Echt? Mhm. Wow. Das ist dann eines der am meisten geklickten Videos auf meinem Kanal. Wow. Leroy Jenkins. Heißt der wirklich so? Nein. Glenn Leroy. Genau, Glenn Leroy war es. SCP-178. Ich weiß ehrlich gesagt nicht... Alter! Lass das! Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wozu SCP-178 gut ist. Auch wieder, wer es mir sagen kann. Bitte gerne. Ich weiß, SCP-178 brauche ich unter anderem um die Sleep Killer, also SCP-993 oder 963, 993, um die sehen zu können. Ne, 963. 966? 963. 966. Ich weiß es nicht mehr. Die Sleep Killer auf jeden Fall. Aber die könnte ich auch mit den Night Vision Goggles sehen. Ich nehme es nur trotzdem mit, weil es ein SCP ist und ich die Idee cool finde, hier SCPs zu sammeln. Ja. Wer mir sagen kann, wozu ich die 3D-Brille brauchen kann, wäre ich demjenigen sehr verbunden. Oh nein. SCP-173 ist in der Nähe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist die Heavy Containment Zone, okay. Aber jetzt komme ich hier bei 205 vielleicht auch rein. Wo ist denn der Sabapen? Kati stellt die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Wo ist der Sabapen? Femme fatale. Kati? Hm? Es gibt ein neues SCP zu entdecken. Oh. SCP-205. Ist das nicht die... Nee, das ist eine andere. Das sind zwei Scheinwerfer, die diese Frau zeigen, aber... Was macht die? Kann man hier nachlesen? Hat? Soll ich raussuchen? Ja, bitte. Wie heißt die? 205.
Hoffentlich gibt es das auf Deutsch. There's something strange going on here. The cycle seems to have sped up significantly. One of the horned figures has already appeared and is currently having a dinner with her. Was? Eine der gehörten Kreaturen ist bereits aufgetaucht und isst mit ihr zu Abend? Was? Es wurde noch nicht übersetzt. Oh, 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 die gehörnte Figur. Was, wo? Guck hin. Gleich kommt's bei euch. Achso, ich gucke ja bei dir jetzt schon. Oh. Okay. Du sollst speichern und kurz reingehen. Gespeichert habe ich. Okay. Dann geh rein. Was ist gerade? Du wirst bestimmt nicht sterben, Hust, sagt Pro. Prometheus! Wie kann ich da reingehen? What? Was zum Teufel passiert da gerade? Was zum Teufel? Haben die gerade die Frau getötet? Oh. Die wollen was von dir, glaube ich. Aua. Ich glaube auch, ja. Aua. 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 Ich habe einen Verbandskasten, aber ich komme hier nicht mehr raus. Das ist das Problem in der ganzen Sache. Wer hat mir nochmal diesen Ratschlag gegeben? Die Frau wird von beiden umgebracht und wenn Arch hier hingeht, wird er auch umgebracht, sagt Prometheus. Hallo Prometheus. Schön, dass du im Stream dabei bist. Freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Immer schön, dich dabei zu haben. Hitcher sagt niedlich. Das war ein bisschen verstörend jetzt gerade. Moment, ich will es hier von außen betrachten. Alter. Aber warum bringen die um? Sie haben Hörner. Vermutlich sind sie Dämonen. Oder sowas. Was macht der Typ da? Da geht eine Tür auf, oder? Die Tür da links ist die, wo ich vorhin reingegangen bin. Ich gehe dann mal wieder. Flo fragt Archie, stirbst du? Ich hasse 372. Ich bin gestorben. Danke der Nachfrage. Ah, da war das aus dem Augenwinkel, das Video? Ja. Was?